Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Visitree 6. So, wir sehen potenziell zwei Nischen, in denen sich eine tolle Kiste verbergen könnte oder sogar mehrere. Vorher machen wir nochmal Geheimnis entdecken an und schauen uns um. Da ist schon mal nichts. Da ist wirklich nichts. Oh, ich hätte mich so jetzt auf die Kisten gefreut. Ah, ist eine Kiste. Hä? Da war gerade eine Kiste. Ist das ein Grafikfehler? Nee, öffnen kann man nicht. Hä? Also, ihr habt doch auch die Kiste gesehen, oder? Hä? Wieso ist da jetzt? Ah. Die Kiste verschwindet vor uns. Moment mal. Wir können ja, indem ich rückwärts drücke, können wir ja zum Straven umschwenken. Und jetzt nach rechts. Nee, da war sie nicht. Da ist sie jetzt. Dann schleichen wir uns jetzt mal so an. Jetzt wissen wir, dass sie. Och, Mädels, wir sind gerade am Bluten. Okay, Mädels umkloppen und dann strafen wir nach links und dann sollten wir die Kiste ja haben. Fenrir, du machst mal bitte einen kleinen Eisball auf die Mädels. Du gibst uns deinen Segen. Und du darfst auch mal ein bisschen feurige Dinge tun. Und dann sollten die Mädels eigentlich Geschichte sein. Und wir gönnen dich zur Kiste. Ist fies vom Spiel, so die Kiste vor meiner Nase wegzuziehen. Kuchen vor meiner Nase wegzuziehen wäre schlimmer. So, eine noch. Zwei noch. Die kriegen wir jetzt so platt. Und eine noch. Und null. So, jetzt Konzentration. Nein, den Speer möchte ich nicht spielen. Wo muss ich klicken? Einfach da irgendwo. Okay, so, wir sind im Turn-Modus, sind wir im Move-Modus. Das hat auch nicht funktioniert. Es gibt einen Zauber, der heißt Monsterkleber, aber ich glaube, das war eher im Kampf Gegner festkleben. Den habe ich noch nicht gelernt, weil ich ihn nicht verstanden habe. Behalten wir mal im Hinterkopf. Vielleicht hätte man damit die Kiste festpappen können. Das ist fies, Spiel. Das ist so fies. Hoffentlich werde ich das jemals wiederfinden. Wenn wir eine Tube Kleber haben. So, da geht's nicht weiter. Ach, Ameisen gibt es ja auch. Sehr schön. Riesenameisen, das sollte nicht so das Problem werden. Fenrir macht Pause. Ich glaube, Segen lohnt sich nicht. Du heizt den Ameisen mal ein bisschen ein und go. Andrea, nicht so viel Schaden fressen. So, eine noch. Schlagt sie. Dankeschön. So, die Ameisen geben nochmal gute Erfahrungspunkte. Spruch Gerrit. Übt Wunden heilen an Andrean. Wow. Daryl, du kannst auch mal an Andrean üben. Er ist unser Versuchskaninchen. Hat sich eigentlich gar nicht bewegt. Gustav, macht das mal bitte richtig professionell.
Andrian hat einiges an Lebenspunkte, aber jetzt ist er voll. Sehr schön. Ja, wir gehen einfach Treppen so, wie sie kommen. Achso, da ist eine Tür. Und gehen der Nase nach. Ne, da war so ein komischer Vorsprung. Da so, hier so. Ich habe keine Ahnung, wo wir gerade hinlaufen. Eine Treppe hoch. Nehmen wir. Bin da total leidenschaftslos. Auge ist noch an. Geht's da in die Dunkelheit oder geht's da ins Verderben? Das hatten wir schon mal, dass hinter sowas dann die Dunkelheit begann. Ich habe gar keinen Bock drauf. Wir speichern mal kurz ab. Weil ich nämlich nicht weiß, ob da ein Abgrund ist und wenn Dunkelheit, ob wir da jemals wieder rauskommen. Spiel, das war fies. Das war fies. Das war fies. Gut, dass ich gespeichert habe. Also, wie gesagt, da hätte es auch in die Dunkelheit gehen können, weil Torbogen und so weiter. Aber Spiel ist echt super fies. Da ist nichts mehr. Gehen wir mal da so, hier so, da so. Da so, hier so. Und da so. Gibt es hier ein Knöpfchen? Nee, wir suchen trotzdem. Nichts. Nichts war super viel. Gustav entdeckt. Ah, das war, glaube ich, dann der Zauber. Das ist ja nur das Blinken oben. Ah, wie gut ist denn dein Scouting, Gustav? Oder wie hieß das auf Deutsch? Da Scouting. Damit hat er das, glaube ich, jetzt entdeckt. Ist das erste Mal, dass das passiert. Okay. Gustav hat ein Knöpfchen entdeckt. Wir drücken. Und das macht nur wieder klack, klack. Na gut. Und Mädels. Oh, viele Mädels. Da können wir jetzt vielleicht mal ein Atombömmchen versuchen. Das wäre im Bereich des Möglichen. So. Draufkloppen, draufkloppen. Stoßen. Fenrir macht dann mal Pause. Gustav gibt uns seinen Segen. So, Thoralf, du machst bitte mal eine Atombombe. Atombombe mal auf... Wow, 3 kostet richtig Mana. Aber wir schauen mal, was ein Zweier so heißt. So, das müsste jetzt allen Mädels, egal in welcher Reihe, Schaden machen. Bin mal gespannt, wie viel Schaden es ist. Gustav, nicht so viel Schaden fressen. Nicht immer auf Gustav, Mädels. Nicht immer auf Gustav. Den brauchen wir noch. So, könnt ihr jetzt mal bitte die Atombombe kommen? Segen? Atombombe. Wow, 28. Jo. Mädels, das ist die Rache. 24. Ja, eine 2er Atombombe. Macht ein bisschen Flurschaden. Sehr schön. Problem gelöst. Mal gespannt, ob jetzt überhaupt noch irgendjemand lebt. Doch, ich glaube, 2 oder 3 müssten noch leben. So, wir sind nochmal am Nahkampfschaden dran. Oh, es leben noch mehr. 4 Stück. Okay, Andrian haut zu und der Rest auch. Fenrir regeneriert Mana. Gustav, du heilst bitte deine eigenen Wunden. Und du darfst noch einen mittleren Eisball machen und go. Wir müssen jetzt nicht nochmal eine Atombombe werfen. Jetzt hat Thoralf ziemlich Schaden gefressen. Das gefällt mir gar nicht. Schon wieder so ein Lederrock und ein Fellhalter. Brauchen wir nicht. Spiel, mach zu. Okay. Genug geklickt. Gustav, Wunden heilen. 4 auf Thoralf.
Und Gustav Fundenheim 3 auf sich selbst. Und wir sind wieder ready to go. Atombombe war cool. Wieder nur so ein kleines Dings da. Wo sollen wir jetzt hin? Gefühlt laufen wir im Kreis, das kann ich euch sagen. In der Realität glaube ich auch. Nee, das war das mit dem Knopf. Da waren wir doch, glaube ich, gerade. Ich suche irgendeine Treppe. Treppe verzweifelt gesucht. Da ist eine Treppe. Wir gehen runter und direkt nochmal runter. Ah, Auge ist zu. Spruch, Gerrit, du konntest das doch, glaube ich, auch. Genau. Geheimnis entdecken. Mach mal einen Vierer. Und wir ziehen weiter der Nase nach. Hi, Mädels. Schamanin. Hatten wir noch nicht. Wir hatten Priester. Du sparst Mana. Du gibst uns einen kleinen Segen. Du benutzt mal ein bisschen dein Eismana. 3 und go. Aber gefühlt ist das hier übersichtlicher als in den Minen. Was ja auch Sinn macht, wenn wir wirklich in der Pyramide sind. Und dann werde ich dann vielleicht dann doch mal eine Pause, Karte zeichnen. Klopf, klopf, das ist Kisten entriegeln. Brauchen wir nicht. So, ja, wir nehmen die Treppe. Wir nehmen wieder die Treppe. Und schauen uns um. Ein Tunnel ist voll Sand. Sind wir wieder am Anfang? Da schlafen wir mal kurze Nacht drüber. Also zumindest war einmal das mit dem Sand ziemlich am Anfang. Ja, und das passt auch mit der Treppe. Das hatte ich mir nämlich ganz am Anfang gemerkt. Ja, wir sind wieder am Anfang gewesen. Ja, wir sind wieder am Anfang gewesen. Kacke, und wo sollen wir jetzt hin? Nase nach, da geht's wieder hoch. Und keine Ahnung. Wir gehen mal wieder zurück, weil ich glaube, so sind wir mal gekommen. Geht's hier noch irgendwo weiter? Da ist noch eine Treppe nach oben. Ich habe den Überblick schon längst verloren. Wo wir schon waren, wo wir nicht waren. Gehen wir wieder runter und finden Mädels. Stoßen. Du regenerierst noch ein bisschen Mana, du. Nee, Segen brauchen wir eigentlich nicht. Das kriegen wir so hin. Du schlägst, du machst mit deinem Eismana mal einen Eisball und go. Die Mädels fokussieren sich immer auf Gustav oder Thoralf. Ein Mädel weggekrittet. So, 3 noch übrig. Gustav, heil du schon mal ein bisschen deinen Kollegen. Auf Thoralf. Thoralf kämpft mit und go. So, genau. Ein Mädel tot. Noch 2. Noch 1. Komm. Ja, sehr schön. Fertig.
und weiter. So, Spiel, ich will mal wieder was Neues finden. Ah, Auge ist zu. Spruch, Gustav. Quatsch. Falscher Charakter. Kommando zurück, Thoralf. Geheimnis entdecken, 3 und Geruch, hoffentlich haben wir noch nichts verpasst. Wieder Mädels. Dann gehen die ersten 3 Nahkämpfer bitte auf die eine. Fenrir, du machst dann auch mal wieder ein bisschen. Ihr Mana regeneriert nicht wirklich schnell. So, Gustav, du hilfst vorne. Thoralf, du machst noch einen kleinen Feuerball dazu nach hinten. Dann könnte sich das ausgehen. Wow, das war nur ein 1er Feuerball. Der hat schon 19 Schaden gemacht. So, die Nahkämpfer müssen nur vorne eine Dame machen. So, jetzt geht das Sterben so langsam los. Eis scheint besser zu sein gegen die Damen. Weil sie ja nicht so viel tragen. Ich hoffe, das ist nur eine Lähmung, was Gustav sich da eingefangen hat. Irgendjemand konnte von den Vorderen auch Lähmung heilen. Vergiftung. Wo waren das nochmal? Ah, da. Lähmung heilen, da kannst du ruhig mal dein Mana reinhängen auf Gustav. So, Gerrit, du schlägst und stößt. Fenrir spart Mana. Thoralf macht nochmal Eis, habe ich gesagt, ist besser, ne? Macht ja auch Sinn, weil die Mädels so nicht so viel anhaben. Eisball, genau. Und go. So, dann hoffe ich mal, dass Andrea das. Ja, die Lähmung ist weg. Sehr schön. Hat Funst. Was? Achso, Krankheit heilen. Hier brauchen wir auch nicht. Wir haben so viel unnötigen Kram dabei. Und wir ziehen weiter. Nee, da können wir gerade, glaube ich, her. Eine Tür. Spiel, sag mir, dass ich irgendwo neu bin. Oh. Schon wieder Gummimonster. Neguglups. Was auch immer das ist. Thoralf könnte noch eine Heilung vertragen. Gerrit, mach du mal bitte dein Mana in Thoralf. Der stößt zu. Fenrir darf ein bisschen Frostbeule machen. Gustav, du gibst uns auf jeden Fall bitte deinen Segen. Und Thoralf macht auch Magie. Feuerball 4 und go. So, Gerrit, bitte das mit der Heilung nicht vergeigen. Heilung hat Funst. So, kämpfen, kämpfen, stoßen. Gustav, du kämpfst mit. Thoralf macht noch mal einen Feuerball. Die haben es richtig in sich, die Herrschaften da. Ein Dreier-Feuerball, das reicht hoffentlich. Seid ja schlimmer als die Gummiviecher. Komm, einer muss doch jetzt sterben. Au. Oh, Thoralf, mach keinen Scheiß. Au. Ich habe Angst um Thoralf. Wow, einer tot, okay.
Au. Nee, sterben, Thoralf. Guck mir das Bild nicht an. Danke. So. Wunden heilen 5 auf Thoralf. Gerrit schlägt zu. Daryl auch. Fenrir macht dann doch noch ein bisschen Magie. Frostbeule, das ist ein Einzelzauber. Auf Maximum. Gustav, du heilst bitte auch auf Thoralf. Sicher ist sicher. Noch ein Vierer hinterher auf Thoralf. Thoralf, du machst. Auch mal so ein Frostbeulending. Maximum. Es geht um dein Leben. Gib dir Mühe. Ja. Thoralf ist aus dem Gröbsten raus. Und nochmal aus dem Gröbsten raus. Frostbeulen haben nicht so geholfen. Gustav ist mal wieder gelähmt. Aber das Viech ist tot. Wow. Okay. Wir haben Schleim gefunden. Mhm. Danke dafür. So, dann kümmern wir uns erstmal um Gustav. Wer konnte das? Andrean, glaube ich. Ja. Andrean, mach mal deinen Mana in Gustav. Gustav geht's wieder gut, da schlafen wir in der Nacht drüber. So, keine Attacke. Gustav, heil dich mal noch. Zack. So, was war das jetzt, was wir gefunden hatten? Dieses Klub. Ansehen Thoralf. Klubschleim. Können wir damit die Kiste festkleben, die vor uns weggelaufen ist? Aber wo war die Kiste? Wo war die Kiste? Wo kamen wir her? Wo war eine Treppe? Kacke. Spiel, gib mir mal bitte eine Treppe. Irgendeine. Da, Treppe. Ah, wo war die Kiste? Ich habe überhaupt gar keine Ahnung. Kiste. Nee, da ging's nicht weiter. Ich habe Angst, hier runterzufallen. Ah, das ist zwar ein Raum, aber der hat keine Nischen. Das war dann nicht der Kistenraum. Ja, kurz Hoffnung, aber nein. Spiel hat Nein gesagt zu meiner Hoffnung. Keine Ahnung, kamen wir hierher? Hier sieht alles so verdammt gleich aus. Ah ne, jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Club-Monster-Dings, weil das ist nämlich jetzt markant, dass da diese Bögen sind und dieser ein Platzraum. Da waren in den Minen auch immer die Gummimonster drin. Daran kann ich mich jetzt noch erinnern. Aber wo gehen wir denn stattdessen hin? Keine Ahnung. Spiel, gib mir eine Treppe. Nee, da ging es, glaube ich, wieder dahin zurück. Spiel, ich brauche eine Treppe. Ist mir egal, ob hoch oder runter. Ich weiß eh nicht, wo ich hin will. So, hier haben wir eine Treppe hoch. Hier haben wir eine Treppe runter. Weiter im Text. Da ist nochmal eine Treppe hoch. Wir machen das Rauf- und Runter-Spiel. Da geht's nicht wirklich weiter. Oh, das Auge ist zu. Ah, das darf nicht sein. Gerrit, du machst Geheimnis entdecken und go, wir gehen weiter. So, da rein oder da lang? Da lang und wir finden Ameisen. Wir finden die Kiste irgendwann wieder. Ich werde nicht eher ruhen, bis wir diese Kiste eingefangen haben. Du kannst draufschlagen, vor den Ameisen habe ich keine Angst. Du machst
einen Zweier Eisball und dann sollten wir soweit ready sein. So, Eisball reicht nicht zum Töten, aber wir können ja noch ein bisschen draufschlagen. Können wir mal treffen. Immerhin haben die Ameisen getroffen. Gustav schlägt mit zu. Komm, macht das jetzt alles ohne Mann. Sehr schön, eine tot. Sterbt, ihr Viecher! Au. Nicht Geralt treffen. Zwei tot. Eine über. So, Andrean, du übst bitte Heilen an Geralt. Geralt und Del schlagen die Ameise. Du hilfst auch und dann stirbt das Viech jetzt bitte. Wir müssen eine Kiste einfangen. Hier geht's schon wieder runter. Ein ständiges Auf und Ab. Da ist eine Kiste, aber das ist nicht... Nee, das ist nicht der Kistenraum. Da gibt es nämlich nur eine Nische und die haut nicht ab. Sehr schön, danke, Spiel. Aber wir müssen jetzt in die Pause. Bis gleich.